So, Mama, wo bleibst du nun? Er schmeißt mich aus dem Bett. Ich bin doch hier. Ach, da hinten im neuen Teil wollen wir drehen. Ja, gut. Oh Mann, aller Herrgottsfrühe. Ach, das hast du wieder vergessen, was das für ein neuen Teil ist. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist super früh. Draußen ist noch dunkel. Ich bin noch gar nicht richtig wach. Bin noch ein bisschen zerzottelt hier. Aber wir müssen da durch. Es gab wieder was Tolles. Und heute gibt es ein Überraschungsvideo. Denn heute gibt es ja Zeugnisferien. Und die gute Kamerafrau fährt natürlich wieder in Urlaub. Ist ja klar. Aber habe ich gedacht, das so funktioniert das nicht. Wir haben so geile Sachen. Stehe ja gerne für früh auf. Aha, ne? Kein genau. Problem. Ich lege mich gleich wieder ins Bett. Nein, ich frühstücke erstmal in Ruhe. So, jetzt hier. Ich habe richtig tolle Neuigkeiten. Ich stehe hier nämlich in unserer neuen Location. Ich mache mal ein bisschen Platz. Unsere neuen Kissen sind da. Ich habe es euch doch versprochen. Auf der Nordstil, ich konnte doch nicht an mich halten. Ich musste doch ein bisschen was kaufen. Und sind die nicht zuckersüß? Hier haben wir so ein Velvet-Kissen oder auch ein Samtkissen. Guck mal, ich bin farblich passend dazu angezogen. Optimal. Hast du schon mal drauf geschlafen? Nee, tatsächlich nicht. Aber ist das schön hier mit diesen schönen Rosen? Kann man das überhaupt so schön erkennen? Und es ist so schön weich. Sind das Mozza-Kissen? Das passt doch wohl auf jedes Sofa. Einfach nur so eins, so schwupp drauf. Und wenn, ne, heute die Kinder aus der Schule kommen, haben jetzt nicht so ein tolles Zeugnis mitgebracht. Oder wie auch immer. Oh nee, das ist gemein. Dann nimm lieber Love. Dann könnt ihr das auch verschenken. Einer kriegt's heute schon. Ich verrate aber nicht mehr. Aber es ist cool. Den kleinen Foulbags. Wie süß. Ich finde es richtig fratzig. Oder wir haben ja demnächst auch Valentine's Day. Also auch dafür wäre ich vorbereitet. Oder die Mütter, die vielleicht sagen, ach komm, ich liebe dich trotzdem. Deine Noten sagen nichts über dich aus. Ja, genau. Ne? Hab ich auch immer gesagt. Ja, und dann kommt sie mit dem Faulpelzkissen um die Ecke. Oder wenn ihr mal so ein Statement setzen wollt, so nach dem Motto, heute bestimme ich mal das Fernsehprogramm, ne? Frauenzimmer. Gut, ich fand die so toll und es sind erst die ersten, die gekommen sind. Ich sag euch, es kommen noch viel mehr. Und hier oben haben wir das, das passt natürlich auch perfekt zu uns hier. Beauty is all around. Also wir haben nur schöne Sachen hier. Richtig, richtig sind die toll von denen. Die passen doch wohl toll zu uns, ne? Und auch dazu, da sage ich aber gleich was. Habt ihr schon gesehen hier, ne? Bisschen gespoilert, wa? Aber ich zeige euch noch eins. Ups. Oh. Mann, hat er aber gut hingestellt hier, ne? Sieht richtig gut aus. This style suits you. Cool? Also ich finde, diese Kissen passen hervorragend zu uns und zu euch, oder? Ich denke, ihr habt schon euer Lieblingskissen. Steht es auf beiden Seiten drauf? Ja, klar. Ah, cool. Richtig schön eingestickt, also richtig hochwertig. Richtig toll gemacht. So, und dann gab es auf der Nordstil ja noch was, ne? Ich habe es euch ja schon erzählt. Ich bin ja schon voll im Fieber hier. Ich fange mal mit so einer dezenten Farbe an. Ich finde die so schön. Die coolen Wollerstrickkränze, die ihr wirklich das ganze Jahr über stehen haben könnt. Gibt es in diesen ganzen Knallerfarben und in noch mehr Farben. Jetzt kein Stress. Ich habe hier schon eine ganze Reihe stehen. Sind auch schon einige davon verkauft, obwohl sie noch gar nicht gesehen haben. Die werden jetzt sagen, oh, ich muss los, ich habe eins zurücklegen lassen. Kein Stress. Ne? Ich habe schon wieder neue nachbestellt. Ich kenne euch ja. Das ist ja nichts Neues. Ne? So, und ich habe passend hier zu der Schale. Ich fange mal ganz dezent an. Ne? Mhm. Diese Kränze könnt ihr nämlich ganzjährig hinstellen. Ist das ein Knaller? Kann man das so sehen? Ja. Ist das schick? Ich finde es nur toll. Also, das ist schon ein Hingucker. Ich habe sie gestern tatsächlich erst ausgepackt, als der Laden zu war. Weil ich nicht wollte, dass sie schon weg waren, bevor ich sie euch gezeigt habe. Weil irgendwann müsst ihr ja auch mal was sehen. Ne? Ich fange mal
an, was ich mir da so zu gedacht habe. Pink. Wir nehmen, bin ein bisschen vorbereitet heute, eine Schale auf Fuß, damit ich es gleich besser wegstellen kann. Und da legt ihr diesen Kranz einfach doof. So, zack. Dann ist das schon mal erhöht. Die Kamerafrau hat gestern Abend gesagt, Mensch, da kann man dann ja auch, wenn der Tisch nicht so breit ist, auch die Sets mal so drunter schieben. Ne, das ist dann so. Also jetzt bei meinem Weihnachtskranz zum Beispiel hat mich das ein bisschen genervt, dass meine Sets nicht perfekt mit dahin passten. Ja, ne? Und so kann man die Sets praktisch noch so ein bisschen drunter legen. Gut, es wird da ein bisschen höher. Man kann es ja auch dahin stellen zu dem Familienmitglied, was man nicht so gerne sehen möchte. Dann kann man da nicht so drüber gucken. Dann gut, dass sie solche Kränze mal mittig stellt. Was soll das jetzt darüber aussagen? Ich habe immer so fiese, hohe Dekos. Egal. So, und dann habt ihr letztens in irgendeinem so Mini-Ding schon gesehen, unseren tollen Hasi. Den tollen Hasenkopf. Ich habe hier mal so ganz dezent, weil natürlich passen ja unsere Magic Pearls auch dazu. Hier vorne, ne, platzieren wir den mal so. Und jetzt gibt es zweierlei Möglichkeiten, die ich mir ausgedacht habe für euch. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt, aber ich fand es einfach lustig. Wir haben ja auch diese coolen Grasbüschel hier, ne? So Einzelbüschel. Und die dekoriert ihr jetzt einfach so. Ist der Hase im Busch. Kann man dann auch so, ne, auf, ups, auf den Schrank stellen, wenn es nicht mehr auf dem Esstisch stehen soll. So, und dann ist der Hase so ein bisschen im Gras. Wie findet ihr das? Gut. Sag, gefällt es euch? Okay, alles klar. Dann zeige ich euch die nächste Deko dazu. Ich bin ja vorbereitet heute. Boah, das so früh am Morgen, das sprengt hier all meine Erwartungen. Hab ich gestern Abend schon gemacht. Okay. So, dann schiebt ihr ihn ein bisschen weiter rüber. Nehmt einfach eine Glasvase. Ich war jetzt so frei, ich habe einfach so ein Einwegglas genommen, geht auf. Ich habe auch jetzt hier nur so unechte Tulpen. Ihr könnt auch echte nehmen und stellt ihr daneben. Ist ein Hingucker. Und jetzt guckt mal so dezent zu diesem Kissen hier. Passt das nicht hervorragend? Ich bin begeistert. Also ich bin schon voll geflasht. Ich bin mal gespannt, wie ihr auf dieses Video reagiert. Achso, ich kann das hier einfach so stehen lassen. Ich habe ja noch mehreres vorbereitet. Ich schiebe das hier mal so rüber. Mhm. Ich könnte jetzt in jeder Farbe so weitermachen. Achso, man könnte auch noch, ich habe hier noch so einen anderen Hasen stehen. Ne? Guck mal, so einen habe ich hier auch noch stehen. Ich weiß jetzt nicht, na gut, da muss man so ein bisschen Füllmaterial vielleicht dann auf den Kranz machen oder vielmehr auf die Tortenplatte machen, dass es so ein bisschen höher kommt. Dann könnt ihr das, also hier raufstellen ist ein bisschen gefährlich. Hätte ich jetzt Schiss, das umkippt oder so dagegen, nee, dann ist der Hase in der Tulpe, ist auch blöd. Ich würde hier jetzt irgendwas hinstellen und dann könnte man es auch so machen. Aber mir gefiel es mit dem Kopf besser. Was meint ihr? Also man könnte ihn natürlich auch hier jetzt so rein, einfach so reinstellen und dann so ein paar lustig bunte Ostereier drumherum. Also man muss dann so ein bisschen erhöhen, da habe ich jetzt gerade hier nichts, müsst ihr euch jetzt gerade so ein bisschen vorstellen, ihr kennt das schon. So, oder dann eben halt den Grasbüschel dahinter oder whatever. Aber ich lasse euch mal diese Variante hier. Es gibt ja noch mehr Varianten, gelle. So, und natürlich, damit ich heute nicht mit meiner Lieblingsfarbe aufhöre, stelle die noch mal gerade wieder so hin, zeige ich euch das Ganze in Schwarz. Ja, das ist schon geahnt. Denn wir haben hier seit letzter Woche auch schon schwarze Hasen da. Natürlich gibt es bei mir auch schwarze Hasen. Aber der ist doch wohl richtig schick, oder? Ich finde den richtig toll. Und passend die Eier dazu. Schwarz-weiß mit Gold. Er hat auch so ein kleines, süßes, goldenes Herz um. Und den gibt es, diesen kleinen Fetten hier, gibt es auch. Schwupp, weg sind die Eier. Weggezaubert. Also diesen tollen Hasen gibt es einmal so. Oder ihr sagt, klar, der ist mir ein bisschen dick. Ich stehe nicht so auf Dickes. Achso, okay, die sind auch dick. Warte Sekunde. Ich hab's gleich. Bin gleich wieder da. Tauche wieder aus der Versenkung auf. Es gibt ja auch noch diese beiden Aspiranten hier. Die kann man natürlich auch toll da reinstellen. Hier habe ich jetzt so ein bisschen was reingetan. Das könnte vielleicht noch ein bisschen mehr erhöht sein. Das hält jetzt garantiert nicht. Doch, hält doch. Und dann kann man auch die Ostereier hier oben so ein bisschen... Hier ist übrigens ein Strohrömer drin. Das ist reine Merino-Wolle, handgestrickt. Irre. Also richtig, richtig cool. Und ihr könnt die jetzt... Und der Typ, der die strickt, ist auch richtig, richtig cool. Ja, das ist so ein Typ. So, solche Typen mag ich. So fast wie Alexander, nur nicht ganz so wild. Aber auch ein Typ. Ich finde sowas immer gut.
Jo, ich ahnte. Nee, ist auch morgens. Ist okay. Ist früh morgens. Oh nee, bitte. Ne? Also ihr könnt euch das vorstellen. Und hier ist ein Strohrömer drin, darauf wollte ich hinaus. Ihr könnt auch einen Schaschlikspieß nehmen, steckt den hier rein. Und unsere Hasen haben hier unten ein Loch. Dann kann man natürlich auch auf so einen Schaschlikspieß, den man hier reinsteckt, in den Strohrömer, weil das geht, ist überhaupt kein Problem. Den stülpt ihr da drauf, könnt auch zwei oder drei nehmen. Also bei dem würde ich schon vielleicht zwei oder drei nehmen. Ich mag ihn nicht loslassen, der fällt mir runter. Aber wenn diese Schaschlikspieße da drin sind, dann hält es auch da drauf. Also eine ganz tolle Sache. Und also ihr habt da Möglichkeiten ohne Ende. Also richtig klasse. Die anderen Farben müsst ihr euch jetzt so ein bisschen vorstellen. Ich packe das jetzt mal gerade eben hier so hin. In der Hoffnung, dass nicht noch mehr runterfällt. Also das ist die Variante mit den zarten, schmalen Hasen. Wir haben noch mehr Hasen. Ahntet ihr schon, ne? Mhm. Ach klar. Ich habe hier nämlich auch noch so süße mit so einer kleinen Brille. So kleine, dicke, fette. Sehen die cool aus? Also da könnt ihr könnt da alles Mögliche mitmachen. Und ihr könnt euch das hier innen drin auch einfach ein bisschen höher ausfüllen. Dann die tollen Ostereier, die wir dazu haben. Die habe ich natürlich auch zu verkaufen, logischerweise. Und könnt euch das hier so schön reinsetzen. Also das ist eine richtig tolle Kiste. Richtig cool. Aber ich habe noch was für euch. Ich verschwinde mal kurz aus dem Bild. Schön stehen bleiben. So, alles gut. Wir haben ja auch noch andere Deko da, sodass ihr seht, dass ihr das Ding wirklich das ganze Jahr überstehen haben könnt. Guck mal. Passt natürlich nicht nur auf Schwarz, passt auch zu den anderen Farben, passt auch toll zu diesem Natur. Ich habe das in Natur auch nochmal. Warte, ich zeige euch das nochmal gerade in Natur. Guck mal. Also und hier ist auch das Zertifikatsschild dran, das ist extra von Wolla, das ist die Firma, die diese tolle, es ist eine Strickmanufaktur aus Wiesbaden und die stellt diese tollen Kränze her. Guckt mal, mit meinem Windlicht sieht das doch wohl klasse aus, oder? Das könnt ihr einfach so hinstellen, ohne was. Und wie gesagt, einfach sonst eine bauchige Vase rein, tollen Blumenstrauß, fertig. Oder unsere schönen Mangoschalen, fertig. Passt die Kleine auch irgendwo? Die Kleine passt auch. Die Kleine passt ganz rein. Das ist auch praktisch. Und ihr könnt alles Mögliche damit machen. Ihr seid da total flexibel. Euch fällt garantiert was ein. Wenn euch nichts einfällt, mir fällt da schon noch was zu ein. Ich denke, wir werden im nächsten Video vielleicht mal einen Kranz hinstellen und da irgendwas drauf dekoriert haben. Denn wir haben, guck, das hätte ich jetzt fast vergessen, ja auch so tolle Häuser, diese schönen Lichthäuser. Und nicht, dass ihr denkt, die sind nur für Weihnachten. Ich kriege von der einen Sorte noch welche nach, weil die alle schon weg sind. Es gibt ja auch diese coolen Lichthäuser und die passen natürlich auch super da rein. Also da könnt ihr auch einfach mal eine Lichterkette reinlegen. Die haben nämlich von unten ein Loch, sodass ihr von unten die Lichterkette reinschieben könnt. Und dann könnt ihr das auch hier reinsetzen und habt eine super Deko, die ihr einfach stehen lassen könnt. Das ist schon alles für heute gewesen. Guckt euch die tollen Farben an. Es kommen noch mehr. Ich habe noch mehr Farben bestellt. Er kommt, glaube ich, im Moment gar nicht wirklich hinterher. Aber ich denke, dass ich sie vielleicht Anfang nächster Woche da habe. Und dann könnt ihr in allen Farben schwelgen. Und wer jetzt Angst hat, dass er keinen mehr abkriegt, der sagt einfach Bescheid, kommt einfach vorbei und sagt, Claudia, was kriegst du für Farben? Dann schreibe ich euch auf, habe ich bei den anderen 9 auch gemacht, die ich schon aufgeschrieben habe, die von diesen Kränzen schon was bekommen. Und dann kriegt ihr selbstverständlich alle einen Kranz, den ihr in eurer Lieblingsfarbe ausgesucht habt. Also, wir sehen uns. Ich wünsche euch schöne Zeugnisferien. Und liebe Kinder, lasst euch nicht unterkriegen. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, das klappt schon. Alles gut. Und liebe Mamas und liebe Papas, seid nicht so böse zu euren Kindern und sagt nicht, das sind kleine Faulpelze. Es sind die süßesten Wesen auf der Welt. Also, bis dahin. Wir sagen mal Ciao.